Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe vom Schnelltest. Und diejenigen, die eben noch nicht dabei waren, oder denjenigen stelle ich gerne meinen Gesprächspartner noch einmal kurz vor, Oliver Kantim, den ich genau wie Sie, meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüßen darf. Wir legen direkt los mit dem ersten Wert, den hat Herr Kantim für Sie ausgesucht. Danach kommen nur noch Werte, die Sie wie immer sehr gerne bei uns unter das YouTube-Video geschrieben haben. Also danach kommen nur noch Zuschauerwünsche. Wir legen los mit dem ersten Wert von Herrn Kantim. Das ist die Firma Oracle. Olli, los geht's. Ja, dürfte jedem bekannt sein. Ist ja ein US-Anbieter von Software, aber auch Hardware. Man hat Schwerpunkte im Bereich Enterprise Resource Planning Software, Customer Relationship Management Software, aber vor allen Dingen auch Datenbanken. Man hat über viele Jahre ein dynamisches Wachstum darstellen können, das aber während der Corona-Pandemie ins Stocken geraten ist. Das Schicksal teilt Oracle ja mit vielen Unternehmen. Man ist aber hochprofitabel, man arbeitet nachhaltig mit EBIT-Margen im Bereich von 42-47%. Aber Anfang dieser Woche ist der Kurs prozentual zweistellig eingebrochen, 12% im Tagesverlauf, auch bis zu 15% im Minus gelegen. Ursache waren die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Ja, man hat da zwar die Gewinnerwartung geschlagen und auch die Umsatzerwartung getroffen. Der Umsatz war um 9% gestiegen. Worauf sich der Markt so ein bisschen eingeschossen hat, das war das Wachstum im Cloud-Geschäft. Das ist nämlich im vergangenen Quartal zurückgegangen von zuvor 50% auf 30%. Natürlich immer noch ein veritables Wachstum, aber Cloud-Geschäft, das ist ja eigentlich so dieser boomende Bereich bei Unternehmen wie Oracle oder SAP. Und da gucken die Analysten und der Markt natürlich mit Argusaugen drauf. Ja, allerdings hielt man trotzdem die Prognose eines 30-prozentigen Cloud-Wachstums für das kommende Jahr aufrecht. Zudem wurde aber vom Markt auch die Umsatzprognose für das laufende zweite Quartal negativ aufgenommen. Bisher, muss man sagen, hatte ja Oracle stets im Vergleich mit dem Erzrivalen SAP die Nase vorn gehabt. Das scheint sich jetzt so ein bisschen zu relativieren. Allerdings muss auch der heftige Kursabsturz ein bisschen eingeordnet und relativiert werden. Denn im Vorfeld der Zahlen hatte der Kurs ja auch deutlich zugelegt. Das heißt, da spielen auch so ein bisschen Gewinnmitnahmen eine Rolle, die dann den Kurs zusätzlich nach unten getrieben haben. Und wenn dann natürlich noch eine Enttäuschung dazu kommt, dann geht es dann auch ein bisschen heftiger abwärts. Man muss auch sagen, die Erwartungen waren im Vorfeld der Zahlen vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Das ist jetzt wieder zurechtgerückt worden. Es gab auch ein paar Herabstufungen durch Analysten, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Alles in allem muss man sagen, die Börsenampel für Oracle, die ist jetzt zunächst auf gelb gesprungen, aber bei weitem nicht auf rot. Ich denke, der Kurs, der sollte sich spätestens bei rund $100 fangen. Derzeit ist die Aktie für mich bestenfalls eine Halteposition, aber mit einer Aussicht auf einen baldigen Rückkauf. Und bevor wir zum zweiten Wert kommen, ein kleiner Hinweis von mir. Wir sind immer wieder gefragt worden, welche ETFs man denn kaufen kann und in welchen Briefen ETFs behandelt werden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen eigenen ETF-Brief aufzusetzen. Das ist der Bernica ETF-Report und jetzt das Beste für Sie bis Ende Oktober völlig kostenlos abrufbar auf unserer Seite www.bernica.info. Dort finden Sie direkt ein Bannerbild, da klicken Sie drauf, da kriegen Sie alle weiteren Informationen zu Abokosten, aber da können Sie vor allen Dingen auch den Brief erstmal völlig risikolos und unproblematisch kostenlos lesen und testen. Verantwortlicher Redakteur für diesen Brief ist Carsten Müller und den können Sie am kommenden Samstag, das ist der 16.09. auf dem Anlegertag in Düsseldorf treffen. Da können Sie übrigens nicht nur den Carsten Müller treffen, sondern da können Sie auch den Oliver Kantim treffen, den Sie gerade sehen, den Volker Schulz, der wird den Eröffnungsvortrag sogar halten, sehr empfehlenswert. Morgens um 10 Uhr ist der bereits der Eröffnungsvortrag. Ich bin selber auch vor Ort. Falls Sie uns besuchen wollen, wir würden uns darüber freuen. Sie müssen sich dafür anmelden. Das ist kostenlos. Sie müssen sich anmelden auf www.anlegertag.de. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja am Samstag und ich kann Ihnen auch persönlich einen Bernica ETF-Report überreichen, denn die haben wir dann auch dabei. Wie gesagt, bis Ende Oktober völlig kostenlos. Wir kommen zu dem zweiten Wert. Das ist ein US-Online-Portal zur Anmietung und Vermietung von Ferienwohnungen und anderen Unterkünften. Jetzt weiß es jeder, Airbnb. Airbnb ist ja auch wahrscheinlich jedem bekannt und viele werden auch schon mal die Dienste in Anspruch genommen haben.
Man ist ja Ende 2020 an die Börse gekommen. Weltweit ist man über 100.000 Städten tätig. Airbnb wächst dynamisch mit Prozentsätzen im zweistelligen Bereich. Der für 2023 erwartete Umsatz, der liegt bei 9,8 Milliarden Dollar. Ja, aber das Geschäftsmodell, das hat immer mehr Gegenwind zu kämpfen. In vielen touristisch attraktiven Städten und Regionen laufen Einheimische und Kommunen mittlerweile Sturm. Der Vorwurf, Airbnb verknappt den Wohnraum und treibt so die Mieten nach oben. Das heißt, Wohnungen, die ausschließlich als Ferienwohnungen angeboten werden, die stehen natürlich den Einheimischen nicht mehr als Wohnung zur Verfügung. Und und da gibt es jetzt halt immer mehr Widerstand dagegen. So hat jetzt zum Beispiel erst kürzlich die Stadt New York Airbnb den Kampf angesagt. Und es soll nun in New York City den Wildwuchs von Airbnb-Unterkünften regulatorisch Einhalt geboten werden. Das soll durch ein Gesetz soll das vollzogen werden. Und das könnte sich natürlich auch in anderen Kommunen durchsetzen. Das heißt, es könnte vermehrt Gegenwind geben. Aber dennoch hatte der Kurs gerade erst in der vergangenen Woche einen Lauf nach oben. Soll doch Airbnb noch im September in den S&P 500 aufgenommen werden. Die Aktie ist allerdings nicht billig. Das KGV, das beträgt 37 bei einer rund achtfachen Umsatzbewertung. Aber Airbnb ist nachhaltig, profitabel und auch wachstumsstark, allerdings mit den eben genannten Einschränkungen für die Zukunft. Ich denke, kurzfristig scheint das Aufwärtspotenzial jetzt erstmal ausgelotet zu sein. Eine Halteposition ist die Aktie allemal. Und erst wenn der Kurs wieder unter die Marke von 130 Dollar fallen sollte, wäre das Papier meines Erachtens wieder eine Überlegung wert. Aber sollte sich zunehmend durchsetzen, dass Kommunen das Wachstum von Airbnb durch neue Gesetze einschränken, muss das Geschäftsmodell und auch die Aktie von Airbnb sicherlich neu bewertet werden. Der nächste Wert aus Ihren Reihen, den Herr Kantin für Sie vorbereitet hat, ist die Walgreens Boots Alliance. Ja, das ist ja eine internationale US-Holding im Apothekenbereich. Man ist sowohl im Einzel- als auch im Großhandel tätig. Dazu gehört zum Beispiel Walgreens. Das ist die zweitgrößte Apothekenkette der USA hinter CVS Health. Zudem ist man auch in Deutschland und in Großbritannien aktiv. Aber die Aktie, die notiert zurzeit auf dem tiefsten Kursniveau seit 1999. Allein in den letzten 5 Jahren hat der Kurs um 2/3 nachgegeben. Ja, Anfang September gab es eine Gewinnwarnung und quasi über Nacht ist man auch die Vorstandschefin quasi losgeworden. Die hat sich verabschiedet. 2023 dürfte der bereinigte Gewinn pro Aktie um rund 20% rückläufig sein. Auch 2024 wird ein Gewinnrückgang erwartet. Ja, man hat unter anderem mit Belastungen aus einer Vergleichszahlung für Opioidklagen in den USA zu kämpfen. Das hatte das Ergebnis im ersten Quartal mit 6,5 Milliarden Dollar belastet. Zudem fallen aber auch die Corona-Impfungen weg. Damit hatte man ja während der Pandemie ein gutes Geschäft gemacht. In den USA war es ja durchaus gang und gäbe, dass man sich im Supermarkt oder in der Apotheke mal eben mehr oder weniger beim Einkaufen hat impfen lassen. Das hat natürlich zu Zeiten der Pandemie das Geschäft befeuert. Das ist jetzt erstmal weggefallen. Man muss jetzt sehen, wie es weitergeht. Corona scheint ja so ein bisschen wieder auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Ja, aber fast noch schlimmer für den Markt war eigentlich, Walgreens Boots Alliance war bisher ein absoluter Dividendenaristokrat. Es gab 47 aufeinanderfolgende Jahre mit jeweils steigenden Dividenden, aber diese Serie, die scheint jetzt wohl beendet zu sein. Denn üblicherweise verkündet das Unternehmen im Juli eine Dividendenanhebung, aber nicht so in diesem Jahr. Was auch negativ zu bemerken ist, Walgreens Boots Alliance kämpft mit papierdünnen Gewinnmargen. Die EBIT-Margen, die liegen so zwischen 3% und 4% gerade mal. Insgesamt ist deswegen auch nicht ausgeschlossen, dass die Dividende sogar gekürzt werden könnte. Deswegen, und wenn das der Fall ist, dann käme Walgreens Boots Alliance auch wirklich der letzte Grund abhanden, warum man die Aktie überhaupt im Depot haben sollte. Und dann kommen wir zum vorletzten Wert, auch ein Zuschauerwunsch. Ein deutscher Hersteller von Pharmazeutika und Generika, aber auch Reformhaus-Waren
und Sonnenschutzmittel Dermapharm. Genau, Dermapharm war ja auch in der Corona-Pandemie jedem geläufig. Man war ja ein Teil des globalen Produktionsnetzwerks für BioNTechs Corona-Impfstoff. Dermapharm hatte ja für BioNTech das Abfüllen und das Verpacken übernommen und damals innerhalb kurzer Zeit Maschinen umgestellt und nachgerüstet, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Das ist natürlich mittlerweile nicht mehr notwendig, zumindest nicht mehr in diesem Maße. Aber ganz beendet ist das Impfstoffgeschäft noch nicht. So hat man im Spätsommer wieder einige Chargen für den Herbst abgefüllt. Aber insgesamt hat Dermapharm, das muss man sagen, das Auslaufen der Impfstoffproduktion für BioNTech eigentlich gut weggesteckt und auch gut überwunden. Es hatte ja überraschend gute Halbjahreszahlen gegeben, die Ende August gemeldet worden waren. Der Umsatz ist um rund ein Viertel gestiegen. Der bereinigte operative Gewinn hat 13% zugelegt. Und auch für den Rest des Jahres ist man optimistisch. Ja, und auch zwei Übernahmen helfen, das Loch zu stopfen, das BioNTech hinterlassen hat. Zum einen die französische Agropharma und seit Juli auch das übernommene Tiroler Pharmaunternehmen Montavit. Ja, und der Aktienkurs, der hat nach der Halbierung seit Anfang letzten Jahres mittlerweile einen Boden bei 35, 36 Euro gefunden. Und KGV von 17, da ist die Aktie jetzt mittlerweile auch vernünftig bewertet. Und charttechnisch, da deutet sich auch der Abschluss einer unteren Umkehrformation an. Seit Mai läuft der Kurs so grob seitwärts im Bereich 42 bis 49 Euro. Und sollte der Kurs die Marke von 50 Euro überwinden, dann wäre das ein erster Startschuss in charttechnischer Hinsicht. Und gelingt das Break, kann der Kurs erstmal so bis 60 Euro laufen. Und Jefferies sieht das Kursziel sogar bei 65 Euro. Und der letzte Wert für heute kommt von unserem Aktionärsbriefboard. Und es ist ein Unternehmen, das ist seit 1990 börsennotiert, wird nächstes Jahr 90 Jahre alt, denn die Wurzeln des Unternehmens gehen bis 1934 zurück. Und es ist ein deutscher Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen, jetzt wissen es alle, Knaus Tabbert. Genau, seit 1990 börsennotiert, mit Einschränkung, weil zwischendurch ist das Unternehmen sogar mal insolvent gegangen, 2008, und dann ist man 2009 dann wieder zurückgekehrt an die Börse. Ja, wie gesagt, in der vorliegenden Form seit 2009 existiert man. Seit September 2020 ist man dann jetzt wieder börsennotiert, also gerade mal seit 3 Jahren. Die Corona-Pandemie, die hatte Knaus Tabbert zu einem ungeahnten Geschäftsaufschwung verholfen. Aber auch nach Corona geht das Wachstum durchaus weiter. Für 2023 erwartet der Markt einen Umsatzanstieg von einem knappen Drittel auf rund 1,4 Milliarden Euro. Und das Ganze allerdings weiterhin bei stabilen, aber ja unspektakulären Gewinnmargen. EBIT-Marge ist 4-7%, sicherlich auch ausbaufähig. Allerdings, wenn man sich die Entwicklung des Nettogewinns anguckt, das kann sich durchaus sehen lassen. 2023 wird eine knappe Verdopplung des Nettogewinns erwartet auf 57,8 Millionen Euro. Ja, und zuletzt hat man hier in Düsseldorf ja die Branchenmesse Caravansalon und da hatte Knaus Tabbert, war da sehr zufrieden mit dem Verlauf und man konnte viele Aufträge in die Bücher nehmen. Und ja, der Aktienkurs, der war während der Pandemie ganz schön nach oben gehypt worden, hat sich dann aber im vergangenen Sommer mehr als halbiert. Aber von diesem Tief ausgehend hat sich der Kurs zwischenzeitlich schon wieder mehr als verdoppelt, also schon ziemlich volatil dann auch die Kursentwicklung. Momentan ist die Aktie so in so einer Konsolidierungsphase, die sich aber noch bis circa 45 Euro weiter fortsetzen könnte. Schlimmstenfalls geht es noch bis 40 Euro abwärts. Da allerdings wartet dann wirklich eine massive Unterstützung. Bewertungsmäßig ist die Aktie aber auch auf dem jetzigen Niveau schon ein Kauf. Das KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr, das liegt bei 9,5 und das KGV 2024, liegt das gerade mal bei 7. Ja, das Fazit lautet, eine Anfangsposition kann auf dem aktuellen Niveau gekauft werden. Und eventuell, falls es dann noch weiter runtergeht, kann man dann noch Nachkauflimits bei 45 und bei 40 Euro platzieren.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich, den ein oder anderen von Ihnen auf dem Anlegertag in Düsseldorf übermorgen, also am Samstag, den 16.09., eventuell zu sehen. Herzlichen Dank, Olli, für deine Ausarbeitung. Danke, Walter. Ja. Ihr, Michael Hüsken, machen Sie es gut. Tschüss.